Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei unserem Livestream, Punkt 20 Uhr. Ich darf recht herzlich Wolfgang Krenke von der Krenke AG begrüßen. Hallo, Herr Krenke, freut mich sehr, dass Sie da sind. Hallo. Schön, dass ich Sie gewinnen konnte für diesen Livestream. Liebe Zuschauer, ihr erkennt das ja schon, dass ich am Anfang den Disclaimer einblenden muss. Bevor ich das mache, will ich aber eine Frage an Herrn Krenke stellen. Mit dem aktuellen Bezug. Wir wollen in dem Video aber auch ein bisschen zurückgehen auf sozusagen die Gründungsgeschichte der Krenke AG und auch die Entwicklung über die Jahre eingehen. Aber ich fand diese Frage zum Einstieg ganz gut. Was hat Ihnen denn, Herr Krenke, mehr Nerven gekostet dieses Jahr? Der Abstiegskampf des KSC oder der Aktienkursverfall am Anfang des Jahres? Sie können sich kurz eine Antwort überlegen. Ich blende mal schnell den Disclaimer ein. Damit auch alle Zuschauer hier auf dem aktuellsten Stand sind. Das ist schon das richtige Bild, aber noch nicht der Disclaimer. Das ist der Disclaimer, den findet ihr unter dem Video. Sagt euch, macht bitte euer eigenes Research. Das, was wir hier machen, ist ein gutes, qualifiziertes Gespräch. Aber ihr müsst selbst natürlich schauen, wie ihr entscheidet an der Börse und wie ihr anlegt. Das ist keine An Beratung und auch keine Empfehlung. So. Jetzt gehen wir zurück in unser Gespräch. Was ist Ihre Antwort auf die Frage? KSC-Abstiegskampf oder der Aktienkursverfall im März? Also beides hat mir keine grauen Haare gemacht. Die habe ich schon vorher gehabt. Also insofern ist es auch so, Sport ist Sport und dass es am Ende dann ja ganz knapp geworden war beim KSC, kann man an der Tabelle sehen. Lediglich das Torverhältnis war dann entscheidend. Und das ist natürlich spannend, aber das gehört zum Sport eben dazu und damit muss man leben. Und was die Börse angeht, nun ja, im Vergleich sind wir natürlich etwas mehr abgestraft worden als andere. Das ist aber auch ganz logisch, denn wir sind ja europaweit aufgestellt. Das heißt, wir sind auch sehr stark in den Ländern Italien, Spanien, Frankreich. Und dort sind die Auswirkungen ja ganz offensichtlich größer. Also insofern erklärt sich das relativ einfach und logisch. Aber beides macht mir eigentlich nicht besonders viel Kummer. Im einen Fall, weil der KSC sich trotz dieser Krise durchaus gut entwickelt hat. Und auf der anderen Seite, weil wir glauben, dass unser Businessmodell eigentlich stabil genug ist, um über viele Jahre stabil zu sein und bestehen zu können. Ich darf auch noch herzlich unsere Zuschauer begrüßen und Sie gerne einladen, über den Chat Fragen zu stellen, die ich gerne im Laufe des Interviews einbinde. Ich würde gerne aber noch einen Moment auf dem Spielfeld bleiben, vielleicht auch mal vom Fußball weggehen auf Ihre zweite Leidenschaft, das Thema Schach. Was kann man denn als Unternehmer oder auch vielleicht Investor vom Schachspiel lernen und für sich mitnehmen? Also das, was landläufig so gemeint wird, strategisches Denken und besonders klug vielleicht oder intelligent das Spiel zu machen, da habe ich so meine Zweifel. Aber was man wirklich lernt, das ist Entscheidungen unter Druck, unter äußerem Druck oder zeitlichem Druck zu treffen. Das wird trainiert und da entwickelt man natürlich dann auch seine Fähigkeiten dazu. Ich bin normalerweise also wenig aufgeregt. Das ist auch sehr gut. Es gibt auch schon liebe Grüße an Sie von Florian König und den anderen im Chat. Da gibt es sicherlich auch ganz gute Fragen gleich. Ich würde gerne nochmal, damit auch die Zuschauer, die Krenke AG noch nicht so gut kennen, die Basics mit Ihnen ein bisschen durchgehen. Also was macht die Krenke AG und warum macht sie das erfolgreicher als andere Unternehmen? Weil das hat sich ja in den Zahlen Ausdruck finden können, dass Sie so stark gewachsen sind über die letzten Jahre. Also wir haben uns historisch immer sehr stark mit den sogenannten KMUs beschäftigt als Kunden, also den kleinen und mittleren Unternehmen, eigentlich eher die kleinen Unternehmen. Das ist einfach so historisch, hat sich so entwickelt, aber ist dann nach und nach auch zum großen Vorteil geworden, weil wir unsere Finanzierung, die wir über Leasing, über Factoring, auch über Banking in Deutschland anbieten, vor allem auf die kleinen Unternehmen ausrichten. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund dafür ist natürlich, dass das Risiko sich streut, wenn man eine Vielzahl von Fällen hat. Und das Zweite ist, wenn man sich auf so etwas konzentriert hat, dann entwickelt man dafür auch besondere Stärken.
Das heißt, man weiß mehr, man kann sich stärker auf seine Kunden konzentrieren und das hat uns sicher geholfen. Wer ist denn so ein typischer Kunde oder die typischen Kundengruppen für Sie? Was sind das? Also bei den Leasinggegenständen, ich bleibe mal beim Leasinggeschäft, weil das ja nach wie vor zu rund 90% unser Geschäft ausmacht. Mittlerweile ist das Banking allerdings stark am Wachsen, gerade in dieser Phase, aber da komme ich vielleicht später nochmal dazu. Beim Leasinggeschäft ist es ja so, dass es auf den Gegenstand ankommt, der geleast werden soll. Wir machen zum Beispiel keine Immobilien. Die sind uns einfach vom Ticket her zu groß im Einzelfall mit dem Risiko, das damit verbunden ist. Auch zu aufwendig von der Administration. Wir machen zwar ab und zu auch mal ein Auto, aber nur dann, wenn wir eigentlich einen Rahmenvertrag mit dem Kunden haben. Ansonsten ist es auch nicht unsere Kategorie. Wir sind schwerpunktmäßig im Bereich der Büros unterwegs. Also alles, was mit IT, mit Technik im Büro zu tun hat. Dann aber auch Medizintechnik. Und das sind alles Bereiche, bei denen, also gerade die IT-Technik, die eigentlich für alle Unternehmen in Frage kommt. Deswegen muss man sich nicht gezielt ein ganz bestimmtes kleines Element heraussuchen, sondern man hat doch eine recht breite Kundschaft, für die man seine Dienstleistungen erbringen kann. Wer sind denn Ihre Konkurrenten in diesem Feld des Leasings? Na gut, der Hintergrund ist, dass der größte Teil der Verträge über das sogenannte Vertriebsleasing erfolgt. Oh, Sie kennen das vielleicht auch beim Automobil. Dort wird in der Regel der Vertrag ja beim Fachhändler abgeschlossen, also im Vertriebsbereich der Fachhändler. Und ähnlich ist es eben auch bei uns so, denn für einen einzelnen Vertrag von 4, 5, 6, 7.000 Euro lohnt es sich natürlich nicht, zum Kunden zu fahren. Da muss man also sozusagen einen Mittler haben und das sind naturgemäß die Fachhändler, die dann, wenn sie ihren Kunden ein Angebot machen, sagen, sie können auch leasen. Dafür bieten wir ihnen das Angebot unseres Partners Grenke AG an. Und von daher ist also auch die Breite entsprechend groß von den Unternehmen, die bei uns leasen. Und deswegen haben wir also auch da eine statistisch stabile Situation. Es gibt so... Ich will Ihre Geschichte des Unternehmens versuchen, mal in zwei Phasen so ein bisschen zu unterteilen. Bis zum Börsengang und die Geschichte nach dem Börsengang. 1978 ging es los. Ich war damals noch Student. Die Haare waren damals noch schwarz. Das hat man auch auf anderen Fotos gesehen, die ich geguckt habe. Außer mal dunkelbraun. Dunkelbraun, okay. Das war, glaube ich, ein Schwarz-Weiß-Foto. Da hätte ich nochmal genau nachgucken müssen. Wie fing es denn damals an? Also... Ja, ich wollte eigentlich nur mein Studium, finanzieren. Und ich konnte meinem Vater schlecht auf der Tasche legen, habe also gejobbt während des Studiums, Taxi gefahren, LKW gefahren. Das hat natürlich auch das Studium verlängert, das ist logisch. Das ging damals ja noch, das konnte man so noch machen. Mein späterer Schwager, der hat mir dann der hat eine Leasinggesellschaft gegründet und hat dann mich gefragt, ob ich nicht bei ihm statt als Taxifahrer doch bei ihm jobben will, weil ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da ist natürlich wirtschaftliche Praxis durchaus ein Thema, was man gebrauchen kann. Gesagt, getan, aber nach relativ kurzer Zeit, ich habe mich dann auf kleine Unternehmen auch konzentriert, sagt er, naja, das ist zu viel Verwaltungsaufwand, das wollen wir eigentlich so nicht haben. Also unter 50.000 D-Mark wollte er keine Verträge abschließen aus Verwaltungskostengründen. Und ich konnte programmieren, habe mir gedacht, naja gut, also wenn du das umsetzt im Programm, dann ist der Verwaltungsaufwand relativ gering, was dann auch tatsächlich so war. Habe mir die örtliche Sparkasse, mit der örtlichen Sparkasse gesprochen, habe noch eine Kreditversicherung abgeschlossen. Die hat mir zwar die Hälfte von meinem Ertrag gekostet, aber damit natürlich die Refinanzierung gesichert. Ja, und so habe ich gestartet, im ersten Jahr dann mit ein paar hunderttausend Euro Umsatz. Dann ging es dann fast an die Million, dann 1,5 Millionen. Ja, und dann ging es weiter. Das Thema war damals, was Sie auch verliest haben, an Telefonanlagen, Kopierer und Computer. Das war ja dann zu der Phase noch ein wilder Wachstumsmarkt, in Anführungszeichen. Ja gut, beim Kopierer war es eben so, dass das Patent von Rheinmetall ausgelaufen war und deswegen die japanischen Firmen auf den Markt kamen. Und die hatten natürlich kein Mietmodell wie Rheinmetall,
mussten gegen ihr Wettbewerb machen und die Händler sollten natürlich irgendwas realisieren. Und das war natürlich dann mit Leasing durchaus möglich, so etwas zu realisieren. Also da war natürlich der Markt da. PCs gab es noch nicht, es gab zwar Minicomputer, aber eben keine PCs. Die kamen ja erst im Laufe der 80er Jahre. Wie hat sich da Ihr Geschäft in den 80ern und 90ern auch entwickelt? Es ging eigentlich so gleichmäßig aufwärts. Wir haben uns von Baden-Baden aus durchaus ein paar Schwerpunkte gehabt. Ich habe also im Gebiet von Köln, Düsseldorf relativ viele Kunden gehabt, aber auch in Augsburg, München, Stuttgart und natürlich bei uns im Badischen. Das ist klar, wo man relativ bald zu Hause, also wo man zu Hause arbeiten konnte, wo man zu den Kunden hinfahren konnte. Aber dann war die große Entwicklung war eigentlich dann Ende der 80er Jahre, genauer gesagt, mit der Wiedervereinigung. Denn da haben wir uns entschlossen, dann die erste Niederlassung zu gründen in Berlin, in Ostberlin, weil damals gab es Investitionszulage und die konnten wir zur Absicherung, es waren ja schließlich alles Startups, denn die vorhandenen Firmen konnte man ja nicht als echte Firmen bezeichnen, die volkseigenen Betriebe, das waren also dann Startups und die mussten natürlich irgendwie abgesichert werden. Und mit dieser Investitionszulage war das möglich. Dazu haben die Händler oft noch eine Rücknahmevereinbarung über einen bestimmten Prozentsatz, so im Mittelwert vielleicht 50%, übernommen. Und damit war die Investition abgesichert und wir konnten dann also starten. Und das mit gleich mal viel Erfolg. Und ich habe dort meinen besten Mann hingeschickt aus Baden-Baden. Der hat es gemacht, hat 10 Monate lang die Leute trainiert und danach gesagt, naja, jetzt können die das, was machen wir jetzt? Und ich gesagt, das weiß ich auch nicht, dein Platz in Baden-Baden, der ist ja besetzt. Da habe ich gesagt, wie wäre es mit der Niederlassung in Düsseldorf? Dann habe ich gesagt, gut, probieren wir das, machen wir das. Und dann hat es genauso gut funktioniert und danach kamen dann die anderen Städte in Deutschland dazu, in Hamburg, München, die damals Aktiven sind heute noch bei uns, das muss man auch dazu sagen. Das ist gut, wenn man das gute Personal so lange halten kann, das ist hervorragend. Damit ich es nochmal verstehe, was war dann so der Punkt, der dann auch dem Geschäft nochmal einen extra Schub gegeben hatte mit den 1990? Also ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir uns von vornherein natürlich, das lag ja an dem, was ich gelernt hatte an der Uni, auf die schnelle Abwicklung der Verträge konzentriert haben. Wir haben einen Grundsatz gehabt, wir zahlen am gleichen Tag, an dem alle formellen Dinge erledigt sind. Da gab es keine Verzögerung. Und natürlich, wir haben schon Anfang der 90er Jahre dann versucht, auch statistische Modelle zu entwickeln. Das heißt, wir haben sie entwickelt, mit denen wir dann also tatsächlich eine bessere Beurteilung der Kunden auch in einer kurzen Zeitspanne vornehmen konnten, also Scoring-Modelle. Und dazu kam noch, dass wir dann auch die Großen auf uns aufmerksam geworden sind, und wir mit Hewlett Packard damals einen Partner hatten, der genau dieses Produkt eigentlich brauchte. Die hatten ja ihren eigenen Financial Service, aber für das Kleingeschäft und für ihr Händlergeschäft, für den Vertrieb über Händler, da hatten sie keine Lösung und das konnten wir bereitstellen. Das ist spannend. 1997 haben sie sich dann entschieden, sich zur AG umzuformieren. Wie lief dieser Prozess erstmal ab und war dann auch schon, 2000 war ja der Börsengang, war der dann auch schon die Perspektive, auf die man hingesteuert hatte? Nee, das war eigentlich so, dass wir 1995 eine relativ kritische Situation hatten. Wir hatten mittlerweile in der Refinanzierung feste Partner, es waren zwei Banken. Die eine Bank ist in eine Schieflage geraten und die andere ist in Konkurs gegangen. Das war eine spezialisierte Bank in Hamburg, auf Leasing-Refinanzierung spezialisierte. Die hat sich da organisatorisch übernommen und dann standen wir ohne Finanzierung eigentlich da. Hewlett Packard hat damals also, da wir ja für die ein Problem gelöst haben, das dann also, wir mussten natürlich etwas reduzieren, unser Geschäft, aber wir haben dann mit Hewlett Packard zusammen das umsetzen können. Aber wir hatten natürlich daraus gelernt, naja, also bitte keine Klumpen, keine Abhängigkeiten von einzelnen Partnern. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir müssen auch die Struktur verändern, entsprechend eine Aktiengesellschaft gegründet. Es war eigentlich noch gar nicht mit der Idee, direkt an die Börse zu gehen. Nur wenige Tage später, nach der Eintragung, bekam ich dann einen Anruf von dem örtlichen Leiter der Deutschen Bank, der mich genau das gefragt hat, was sie mich auch gefragt haben, ob ich dann die Idee hätte, an die Börse zu gehen. Und das war ja die Zeit, dass der neue Markt gerade am Entstehen war oder gerade entstanden war.
Und dann habe ich gesagt, naja, das geht ohne weiteres nicht, weil wenn wir abhängig sind in der Refinanzierung von anderen Partnern, also beispielsweise Banken, dann wird es also schwierig, das also am Kapitalmarkt, an der Börse durchzusetzen. Aber ich habe gesagt, aber ich habe eine Idee. Wenn es gelingt, Kapitalmarktrefinanzierung sicherzustellen, zum Beispiel über Asset-Backed-Security-Programme, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir an die Börse gehen können. Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt schon das Auge, wir haben schon eine erste Niederlassung gegründet in Wien. Wir haben schon über die Grenze hinweg ins Elsass Geschäfte gemacht. Und ich hatte natürlich schon die Idee, dass man dann entsprechend expandieren kann. Wie war denn der Gang ins Ausland, der sich schon damals angedeutet hatte? War das eine besondere Herausforderung, auch im europäischen Wirtschaftsraum zu expandieren? Also innerhalb der EU ist das ja sicher etwas einfacher. Deswegen sind wir auch erst nach Österreich gegangen, weil dort sowohl Sprache als auch EU-Land da war. Frankreich wegen der Nähe war dann auch kein Problem natürlich. Aber mit unserem Verantwortlichen, der das übernommen hatte, ein Elsässer, der heute Mitglied des Vorstands der Grenke AG ist, der hat also das für Frankreich gemacht und die Schweiz kam dann auch relativ bald dazu, als Nicht-EU-Land, aber eben auch ohne sprachliche Hürden. Man muss ja sehen, man kann natürlich sich in Englisch unterhalten, aber ein Fachgespräch in der Sprache zu führen, ist ja dann doch etwas schwieriger, wenn man vorher keine entsprechende Vorbildung hat. Und deswegen sind wir da schrittweise vorgegangen. Aber dann ging das ganz gut. Was ich so ein bisschen rausgehört hatte und was ich auch sozusagen, wie ich Sie persönlich kennengelernt hatte, ganz spannend fand, das ist auch sehr zugänglich, angenehme Kultur, die sozusagen Sie auch ausstrahlen und ein guter Gesprächspartner sein. Und es gibt ja auch eine gewisse Loyalität der Mitarbeiter zu Ihnen. Wie haben Sie das denn geschafft, die Leute dann auch neben dem, oder was sind so die Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Leute so lange beim Unternehmen geblieben sind? Also wir versuchen natürlich sehr stark flache Hierarchien zu realisieren. Das war die ganze Zeit so. Man muss eigene Verantwortung übernehmen. Das muss sich auch irgendwo in einer Anerkennung widerspiegeln, dort wo es möglich ist. Wir haben also relativ früh mit einer Balanced Scorecard und damit verknüpfter Volkszulage gearbeitet, aber eben Balanced Scorecard, um also die strategischen und die langfristigen Ziele entsprechend durchzusetzen. Und wir haben dann, das ging auch nicht, dann geht schon über den Börsengang hinaus, die weitere Expansion natürlich dann auch mit neuen Methoden wieder betrieben, was dann später dann zum entsprechenden Wachstum geführt hat. Dann lassen Sie uns vielleicht noch den Schritt gehen, um zu gucken auf den Börsengang 2000. Was war dann der Auslöser? Es war sicher nicht das Gespräch mit dem Vertreter von der Deutschen Bank, aber da gab es sicherlich noch andere Gründe dafür. Ja, mittlerweile waren wir in Frankreich tatsächlich aktiv geworden, haben gemerkt, dass es funktioniert richtig gut. Wir mussten natürlich auch sehen, dass wir für eine Kapitalmarktfinanzierung und wir haben ja angestrebt, nicht nur jetzt einfach bei den Asset-Back-Programmen zu belassen, sondern eben auf das Unternehmen weiterzuentwickeln, zum Beispiel eben dann auch ein eigenes Rating zu bekommen und selber Anleihen begeben zu können. Und dazu braucht man natürlich Eigenkapital. Und das konnten wir bis dahin noch ganz gut aus unserem Gewinn erzielen. Aber wenn man schnell wachsen will, reichen die natürlich noch nicht aus. Denn beim Leasing ist es ja so, den Großteil des Aufwandes haben sie am Anfang bei der Installation des Vertrages, Vertriebskosten, aber auch das Setup des Vertrages überhaupt. Und die Erträge kommen dann erst über die Laufzeit, die im Durchschnitt 4 Jahre lang ist. Und das heißt, sie haben immer einen Kostenvorlauf. Und den müssen sie natürlich finanzieren können und es gleichzeitig nach außen sichtbar als Cash-Burning, sondern eben durchaus als Ertrag, der sich auch in der Bilanz zeigt, was aber immer zeitversetzt erst kommt. Spannend. Ich würde gerne noch den Zuschauern nochmal gerne die Bitte mitteilen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die in den Chat. Es gibt schon eine, die greife ich im weiteren Gespräch auch auf. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Like da. Das würde mich auch sehr freuen. Was hat sich denn für Sie geändert mit dem Börsengang und wie lief der vielleicht
nochmal davor, wie lief der ab für Sie 2000? Das war die neue Marktphase, das war ja auch eher eine wildere Phase an der Börse. Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Es gibt ja auch einen Film darüber, dass hier bei uns in der Nachbarschaft eine Horizontalbohrmaschinenfirma Flowtex einen großen Leasingbetrug sozusagen begangen hat. Das war gerade zu dem Zeitpunkt, als wir unseren Börsengang dann vorbereitet haben. Es gab natürlich dann etwas Aufregung. Wenngleich aus meiner Sicht es eigentlich auch einen logischen Hintergrund dafür gibt, warum bei den einen eben sowas passieren kann und bei den anderen eher nicht. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Die andere Frage, was aufregend in der Zeit war, also man musste plötzlich seine Firma in Englisch präsentieren können. Und das war für mich, ich habe zwar mein Schulenglisch gehabt, ich habe auch mal ein bisschen Pilot-Englisch gelernt, aber dann hat sich's auch gehabt. Das heißt, ich war nicht täglich im Sprechen dabei. Und das hat sich natürlich dann mit dem Börsengang radikal geändert. Die meisten Gespräche, jedenfalls im Ausland, sind natürlich dann in Englisch geführt worden. Das war der äußerste, was aber auch ganz was Besonderes war. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir mit dem Börsengang, weil wir ja transparenter werden, einen Rückwärtsgang unserer Marge haben werden bei den Geschäften, weil ja der Wettbewerb dann besser sieht, wie wir arbeiten und was wir erreichen. Aber offensichtlich war das Geschäft doch bei uns so widerstandsfähig, dass sich der Wettbewerb sehr zurückgehalten hat, jedenfalls nicht besonders intensiv war, in einigen Bereichen durchaus schon, bei den Kopiergeräten, von denen wir vorhin hatten, da gibt es durchaus nennenswerten Wettbewerb, aber in vielen anderen Bereichen eben weniger. Und deswegen war die Marge nicht unter Druck geraten, aber durch die Publizität, die man durch den Börsengang hatte, sind viel mehr Firmen auf uns aufmerksam geworden, viel mehr Fachhändler. Und dadurch ist das Geschäft dann relativ stark, auch in Deutschland, wo wir ja schon längere Zeit aktiv waren, angestiegen. Also es war durchweg ein sehr positives Ergebnis. Auch wenn wir an den neuen Markt gegangen sind, der neue Markt ja kurz danach also sozusagen zusammengebrochen ist. Hat es sich dann auch auf den Aktienkurs ausgewirkt? Ja gut, generell sind ja in dieser Zeit die Kurse zurückgegangen. Auch bei uns war es so, wir sind mit damals 19 Euro an den Markt gekommen und der Kurs ging zurück bis auf 8,60 Euro, glaube ich, bevor er dann wieder entsprechend anstieg, nachdem er am Anfang schon mal weiter nach oben gezogen war. Ich würde mir jetzt mal erlauben, den Chart, den man schon vorhin gesehen hat, nochmal einzublenden, damit man die langfristige Perspektive auch ein bisschen mitsehen kann. Das ist leider nicht ganz zurück bis zum Börsengang. Das ist das Jahr 2005, wie sich das Unternehmen entwickelt hatte und auch, weswegen ich auch sehr froh bin, dass ich Sie als Gesprächspartner hatte. Man sieht, dass es ja sozusagen für die Aktionäre ein gutes Investment war, die Firma Grenke dort rein zu investieren. Was man auch gesehen hat, es gab 2008 ja eine gewisse Herausforderung, die aber auch langfristig für Sie eine große Chance war, weil Sie konnten zu dem Zeitpunkt, ich schalte den Chart mal wieder aus, Sie konnten zu diesem Zeitpunkt 2009 ja auch eine Bank erwerben. Wie ist es dazu gekommen und was hat es Ihnen ermöglicht für operatives Geschäft? Also wir im Herbst 2008 hatten wir, war sowohl der Rentenmarkt, der Bondmarkt nicht mehr funktionsfähig, als eben auch der ABS-Markt. Und das waren die beiden Bereiche. 2003 hatten wir unser Rating bekommen. Das war der Bereich, bei dem also wir keine Refinanzierungsmittel bekamen. Wir hatten zwar einige Rahmen, aber wir haben vorsichtshalber dann gesagt, wir reduzieren unser Neugeschäft um 20% und haben aber auf der anderen Seite natürlich gesehen, dass kleine Banken, die entweder dem Einlagensicherungsfonds oder aufgrund ihrer Funktion als Sparkasse und Volksbanken, dass die durchaus Zuflüsse hatten von Privatkunden als Einlagen. Die waren also auf den Kapitalmarkt nicht angewiesen. Das hat im Übrigen ja nicht nur uns betroffen, sondern damals hat auch Financial Service von Siemens sich entsprechend aus dem Markt zum Teil zurückgezogen. GE Capital, also amerikanische Firma, in gleicher Weise. Also alle die am Kapitalmarkt sich refinanziert hatten,
hatten natürlich von einem Tag auf den anderen Bedarf, sich zu refinanzieren. Und wir haben dann gesehen, dass diese Bank eine Vollbanklizenz hatte. Wir waren schon natürlich mittlerweile in mehreren Ländern Europa unterwegs. Man hatte sozusagen auch dann einen sogenannten Europa-Pass oder EU-Pass fürs Banking. Und wir haben das also aufgebaut, also sind die Bank erworben und dann auch weiter ausgebaut, um eben Krisensituationen in solcher besonderen Situation zu meistern. Und vielleicht das als Vorgriff, genau in diesem Jahr haben wir das natürlich auch sehr gut nutzen können. Das ist gut. Wie hat sich denn, also ich hatte auch mit Ihnen im Kontext, als ich von Kränke mit eines der ersten Male gehört hatte, auch das Beispiel gehört, dass es ja immer eine Herausforderung ist, in Europa zu expandieren, was ja immer ein Teil Schritt des Ganzen war. Also ich glaube, Sie sind aktuell in 26 europäischen Ländern vertreten. Wie haben sich denn diese Expansionsschritte immer dargestellt, wenn man neue Märkte in Europa erschließt? Und was sind so da die Herausforderungen beim europäischen Binnenmarkt? Wir haben natürlich am Anfang erstmal mit Niederlassungen angefangen, aber wir haben gemerkt, da fehlt etwas an Dynamik. Vor allem, wenn man mit unseren eigenen Leuten anfangen, ist es schwierig, in einen solchen Markt hineinzugehen. Das sind manchmal doch, sind zwar nicht große Unterschiede bei den KMUs, aber es sind durchaus rechtliche Unterschiede. Ich will nur ein Beispiel sagen, ein typischer Leasingvertrag aus Deutschland, der war in der damaligen Zeit noch völlig frei von Anforderungen hinsichtlich Aufsicht, Bankaufsicht. Das war erst dann, als wir die Bank gekauft hatten, bei uns der Fall, weil wir dann so eine genannte Institutsgruppe waren. Aber in manchen europäischen Nachbarstaaten, Frankreich, Italien, Spanien, da ist es so, das Leasinggeschäft, auch Norwegen, das Leasinggeschäft dann also, als man dazu eine Banklizenz benötigt, zumindest eine eingeschränkte Banklizenz. Und das heißt, die Expansion ist da natürlich erstmal von der Seite her etwas schwieriger. Aber es war vor allem aber auch eine Vertriebsfrage. Wie bringt man diese Idee in kürzerer Zeit, als es mir selber gelungen war, in den 80er und 90er Jahren, wie bringt man diese Idee an die Fachhändler und an die Endkunden? Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ein angepasstes Franchise-Modell zu realisieren. Das heißt, wir haben jemanden, der meistens aus unserer eigenen Mannschaft kam, die Möglichkeit gegeben, in so ein Land zu gehen, die Firma aufzubauen und haben die Refinanzierung sichergestellt, die Bonitätsprüfung natürlich vorgenommen und haben dann die Möglichkeit aber gehabt, nach 4, 5 oder 6 Jahren dieses Unternehmen zu erwerben, diese Franchise-Unternehmen. Und das haben wir in den meisten Fällen auch gemacht. Wobei dann sich die dynamische Entwicklung durchaus weiter fortgesetzt hat, da solche Unternehmen ja schon aufgebaut sind in Richtung auf eine Expansion, weil der Preis, zu dem wir übernommen haben, natürlich vom Geschäft abhing, das dann generiert wurde in dem Jahr, bevor die Übernahme stattgefunden hat. Und aus dem Grunde haben wir in vielen Ländern dann relativ stark uns entwickelt. Mittlerweile sind wir ja nur noch, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 20% und 25% im deutschen Markt, in diesem Jahr vielleicht etwas mehr, weil bei uns der Corona-Einfluss nicht ganz so groß war wie in manchen anderen Ländern. Aber trotzdem, es ist also nicht mehr so, dass wir eine rein deutsche Veranstaltung sind, sondern längst international. Und natürlich gibt es aber trotzdem Unterschiede. Also man muss sehen, dass, und das muss man eben dann anpassen und sich schrittweise den Bedingungen auch nähern. Das Grundkonzept aber ist halt so, dass es überall eigentlich funktioniert. Und sogar dort, wo es also vordergründig schwieriger sein könnte, also in solchen Ländern wie Italien, Spanien, Südeuropa, aber auch in Osteuropa, manchmal noch besser funktioniert als bei uns, weil der Wettbewerb dort natürlich, und zwar nicht der Wettbewerb durch Leasinggesellschaften, der ohnehin nicht, aber auch der Wettbewerb durch Banken viel geringer ist, weil die entsprechenden Kreditinstitute oft eben gar nicht so aufgestellt sind, dass also auch organisatorisch und auch vom Mindset dem Kunden gegenüber, dass sie also richtiger Wettbewerb werden. Das ist definitiv ein spannender Punkt. Es gibt auch ein Gespräch von Rob Vinal mit dem Chef der PSG Group, wo er auf das Beispiel Südafrika das ähnlich sagt. Er nennt das Beispiel: in London hat man 10 Konkurrenten mit einer guten Idee, aber in Südafrika hat man vielleicht 1 oder 2 und kann deswegen auch höhere Margen erzielen. Man muss eigentlich aufpassen. Also
Das mit den höheren Margen, das muss schon auch logisch gerechtfertigt sein. Mhm. Das hilft also in keiner Weise, sozusagen die Zitrone ausquetschen zu wollen. Das muss, das, da wird man sich die Zukunftschancen geben. Wenn der Kunde das Gefühl hat, dass er übervorteilt worden ist, dann hat man ihn verloren. Also da muss man sehr viel, mit sehr viel Sensibilität rangehen. Definitiv. Wenn man sich die historischen Zahlen anguckt, dann hat man ja mit 2009 das letzte Jahr mit einem einstelligen Umsatzwachstum oder Net-Income-Wachstum, Entschuldigung. Und danach ist es alles zweistellig gewachsen. Wo lag denn der Grund dafür, dass das Unternehmen so stark gewachsen ist nach 2009? Also sicher an diesem Bereich des Neugeschäfts, der Nachholeffekt nach dem freiwilligen Rückgang in 2009 war dann entsprechend. Die Banken haben weiter zurückgeschaltet nach der Finanzmarktkrise. Gerade in Südeuropa war das deutlich zu spüren. Und das heißt, wir konnten entsprechend schneller wachsen. Letztlich waren es Skaleneffekte, mit denen wir natürlich dann uns entwickeln konnten. Und wie ich vorhin schon sagte, der eigentliche Gewinn, der kommt ja eben erst hinterher. Deswegen legen viele Analysten auch auf unsere Neugeschäftszahlen so viel Wert, weil das ist ja die sozusagen das, der Gewinn von der nächsten 4 Jahre, der damit generiert wird. Also Ihr Geschäftsmodell ist dann in einer gewissen Form sehr visibel, wenn man das auf diesen Aspekt runterbrechen kann, auf Basis der Neugeschäftszahlen. Ja, es gibt natürlich dann trotzdem, also ein Punkt ist natürlich, wie stark wollen wir mit weiteren Methoden wachsen? Das kostet ja auch Geld. Und die andere Frage ist natürlich, wie stark investieren wir in weitere Technologien? Beispielsweise haben wir jetzt seit einigen Jahren schon rein elektronische Verträge. Das geht natürlich nicht ohne Aufwand, sowohl was die Organisation angeht, aber eben auch die Programmierung, die Bereitstellung, alle Sicherheitsmaßnahmen, die damit verbunden sind. Also investiert werden muss dann eben auch, und das schmälert natürlich in dem Moment auch den Gewinn, weil viele Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, sind ja nicht abschreibbar. Das heißt, in dem Moment, wo sie den Aufwand haben, obwohl sie später erst die Erträge haben, sind sie erstmal Aufwand in dem Jahr. Das gibt dann immer erst den Nachholeffekt später. Das Thema unseres Gesprächs ist ja auch Unternehmertum, und das ist ja spannend zu sehen. Also eines der schönsten Sachen im Unternehmertum ist es ja auch, zu wachsen zu können, vielfach. Und das ist, gleichzeitig geht es bei Ihnen einher mit dem Wunsch, so habe ich das verstanden, immer noch schneller Entscheidungen zu treffen und sehr schnell agieren zu können. Wie haben Sie das geschafft, das beides in der Balance zu halten? Das Wachstum, was ja auch eine gewisse Herausforderung ist für die Strukturen, wo auch angepasst werden muss, und die schnelle Entscheidungsfähigkeit. Also ein wichtiger Punkt ist, dass alle Daten bei Grenke, egal wo die auf der Welt entstehen, mittlerweile sind wir ja auch down under in Australien, in Sydney, in Melbourne, dass alle Daten zentral in Baden-Baden, natürlich dann gespiegelt in ein weiteres Rechenzentrum, vorliegen. Das heißt, nicht verteilte Daten. Wir sind sehr zurückhaltend bei Akquisitionen außerhalb unseres, wie schon angesprochenen, Franchise-Bereichs, bei dem natürlich ein Franchise-Handbuch da ist, das sicherstellt, dass die Entwicklung ähnlich ist, wie sie schon im gesamten Konzern ist. Und natürlich kommt es auch darauf an, weitere Bereiche dazuzunehmen, beispielsweise die Bereiche, bei denen die Preise der Objekte weiter nach unten gehen und eine breitere Anzahl von Kunden in diese Objekte investieren wollen. Beispielsweise ist die Medizintechnik früher immer sofort in die einige Hunderttausend gesprungen. Mittlerweile gibt es viele Geräte und Einrichtungsgegenstände, die also deutlich darunter liegen und demzufolge für uns natürlich auch sehr interessant sind. Das Stichwort Daten ist ja in gewisser Weise auch mit der IT-Infrastruktur verknüpft. Und von einem meiner Mitglieder habe ich erfahren, der bei der Post arbeitet. Da gibt es in jedem Land eigentlich ein unterschiedliches IT-System, und die haben so in gewisser Weise einen Flickenteppich in Anführungszeichen. Wie sieht es bei der Grenke AG aus mit den IT-Systemen? Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Wir arbeiten alle mit einem System. Das ist dann zentral von Karlsruhe sozusagen mitentwickelt oder von Baden-Baden? Ja, also Baden-Baden-Karlsruhe, ja. Die IT-Tochter sitzt in Karlsruhe. Ein Aspekt beim Thema Wachstum ist auch das Finden von guten Mitarbeitern.
Wie haben Sie es geschafft? Auch Sie haben ja sicherlich viele hunderttausend Bewerbungsgespräche geführt. Auf was achten Sie da? Wie haben Sie es dann geschafft, auch immer gute Leute zu finden? Also ich spiegel die Frage dann immer mal zurück und frage, wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ja, es gibt ja einen Grund, warum sich jemand bei uns bewirbt. Wenn das also 0815 Bewerbung ist, kommt dann meistens keine Antwort. Und wenn jemand sich schon etwas länger damit beschäftigt hat, dann ist das oder uns schon ein bisschen kennt und eigentlich weiß, zu welcher Firma, für welche Firma er sich bewirbt, dann ist das natürlich eine andere Situation. Insgesamt muss man sagen, mittlerweile sind wir fast 2000 Mitarbeiter mit den Franchisern zusammengenommen. Da kenne ich natürlich nicht mehr alle. Aber es gab natürlich auch mal hin und wieder Situationen, das ist natürlich jetzt schon sehr lange her, bei denen man mit dem Mitarbeiter nicht zufrieden war und auch alle Versuche, eine bessere Situation zu erreichen, nicht funktioniert haben. Und dann habe ich eigentlich immer gesagt zum Mitarbeiter, suchen Sie sich in Ruhe was anderes. Ich glaube, es wird mit uns nichts, aber ich möchte Sie jetzt nicht einfach entlassen, aber suchen Sie sich was anderes. Und es hat fast immer so gewirkt, ich kenne eigentlich nur eine Ausnahme, dass der Mitarbeiter sich tatsächlich was gesucht hat. Denn wer möchte schon im Unternehmen arbeiten, wo er eigentlich sich nicht wirklich zukunftsgerecht aufgestellt sieht. Und deswegen glaube ich, dass also eine gewisse Offenheit auch bei diesen Fragen oft sehr, sehr hilfreich ist. Natürlich gibt es auch ab und zu mal die Situation, dass ein Mitarbeiter gehen will, unter Umständen, jetzt weil wir, da wir jetzt sehr größer sind, weil ein Vorgesetzter da ist, der einfach ihn in seiner Entwicklung etwas blockiert, an dem man sozusagen in Anführungszeichen nicht vorbeikommt, den er auch nicht ersetzen kann einfach und er eben irgendwo anders seine Chancen sucht. Aber gerade mit unserem Franchise-System gibt es doch eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die ihren Weg dann auf diesen Weg gegangen sind. Was ist durch das Franchise-System das attraktive für Mitarbeiter? Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Was macht dieses Franchise-System attraktiv für Mitarbeiter? Ja gut, wir haben natürlich eine Bezahlung des Kaufpreises für das Unternehmen, das der Franchiser aufbaut, die einen relativ hohen Wert ausmacht. Man kann es vielleicht auch so sagen, der Mitarbeiter wird in der Regel kaum einen 8-Stunden-Tag realisieren, sondern von sich aus eben das abarbeiten, was er als Chance sieht, wie halt viele kleine, mittlere Unternehmen das heute ohnehin tun. Und damit natürlich auch einen Erfolg generiert. Mit ganz wenigen Ausnahmen waren die Franchiser alle erfolgreich, sind alle durchaus dann sehr ordentlich, wenn man alles zusammenrechnet. Die Bezüge, die sie natürlich trotzdem noch haben zum Leben, brauchen während der Zeit, wo sie Franchiser sind. Und das, was also danach als Kaufpreis ist, das kann schon eine ganze Menge ausmachen. Und von daher ist das attraktiv. Vor allem aber natürlich auch die Entscheidungsmöglichkeit, die Selbstständigkeit, obwohl es in bestimmte Formen eingebunden ist. Also es gibt bei unseren Franchisern, wenn die dann von dem Unternehmen bei uns erworben wird, ein Drittel etwa realisiert irgendwas, was sie schon immer mal realisieren wollten, vielleicht eine Reise um die Welt oder was auch immer, was dahinter steckt. In ein Drittel kommt zu uns ins Management, das ist auch sehr günstig, weil wir dann Unternehmer im Management haben. Und das weitere Drittel will ein weiteres Franchise in einem anderen Land machen. Also insofern ist das eine sehr schöne Entwicklung, die auch entsprechend dynamisch verläuft. Das klingt sehr spannend. Wenn man so von Ihrer Warte aus guckt, wie wählen Sie dann die Expansionsziele aus? Also haben Sie da eine Matrix, wo Sie sagen, ich mache hier eine Top-Down-Analyse für das Land und sage, jetzt gehe ich nach Australien? Oder ergibt sich das durch vielleicht auch eine Möglichkeit, einen kleinen Zukauf zu machen, was Sie eher weniger machen? Ja, das ist also eigentlich relativ einfach. Wir haben bestimmte Voraussetzungen in einem Land, brauchen wir. Also das Erste, was wir machen, ist eine sogenannte Feasibility-Studie. Also wir prüfen nach, ob also die rechtlichen Gegebenheiten überhaupt da sind, das Geschäft zu machen. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, in einigen Ländern braucht man dazu eine Banklizenz, zumindest eine eingeschränkte Banklizenz. Das Zweite, was natürlich für uns fast noch wichtiger ist, ist, was wir auch vorher analysiert haben, gibt es denn in dem Unternehmen, in dem Land hinreichend viele KMUs? Also Unternehmen, die unserer Zielgruppe auch entsprechen.
Wir können also relativ wenig anfangen mit Unternehmen, die von vornherein relativ groß sind und mit einem entsprechenden Verwaltungsaufwand. Das ist nicht unsere Welt. Wir wollen ganz gezielt die kleinen und mittleren Unternehmen mit unseren Leistungen fördern. Und was natürlich unabdingbar ist, ist eine hinreichende Rechtssicherheit in einem Land. Deswegen sind wir bei manchen Ländern natürlich auch etwas kritischer. Und zwar nicht wegen der Rechtssicherheit einmal der Rechtssicherheit natürlich, dass die Verträge auch eingehalten werden, aber nicht wegen dem Risiko des einzelnen Kunden, sondern wenn die Rechtssicherheit insgesamt in einem Land nicht gewährleistet ist, dann ist es sozusagen für uns ein Klumpenrisiko. Dann könnten ja mit einem Schlag alle Leasingverträge, die dort abgeschlossen werden, rechtlich angreifbar sein. Das wäre natürlich etwas, was unser Geschäftsmodell stark tangieren würde, was wir natürlich nicht eingehen wollen. Deswegen sind wir bei einigen Ländern dann noch zurückhaltend, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt, muss man eben beobachten. Aber wir sind im Moment nicht in Russland, wir sind im Moment nicht in China. Für das Unternehmen ist es ja dieses Franchise-Modell auch eine Absicherung, dass das Risiko bei so einer Expansion relativ gering bleibt. Wenn man sozusagen so eine Expansion sich anguckt, wie ist da der Zeithorizont, zu dem man sagt, wir probieren es hier weiter oder wir stoppen mal? Oder bis wann denkt man denn, dass es so eine Expansion gut verlaufen sollte? Ja, deswegen ist die Option nach 4, 5 und 6 Jahren gesetzt. Ja. Da müssen wir uns entscheiden, so rum oder so rum. Und da können wir auch relativ gut abschätzen, ob dieser Schritt in dieses Land denn erfolgreich war oder nicht. Jetzt habe ich hier eine Frage vom Chat. Sorry, dass es ein bisschen dauerte, bis ich die stellen konnte, aber ich glaube, sie passt jetzt an der Stelle ganz gut rein. Es geht ist von Florian König und es geht um den ersten Markteintritt. Wie unterscheidet sich der Markt vom gewohnten Umfeld? Wo sehen Sie Chancen und Risiken? Also wenn wir in ein neues Land gehen. In die USA. In die USA. Ja. Ja. Also das erste Problem, was wir natürlich in den USA haben, das ist sozusagen das Heimatland des Leasing. Und dann weiß man natürlich nicht ganz genau, wie sieht denn eigentlich die Situation da ganz konkret aus. Wir sind da deswegen einen kleinen Umweg gegangen. Wir haben erst in Toronto einen Franchiser gehabt. Wir haben den noch. Da sind wir gerade dabei, eben die 4 Jahre sind um, die 5 Jahre, den vielleicht zu erwerben. Das müssen wir noch sehen. Wir haben eins gesehen. Natürlich ist der Wettbewerb, und dort sind alle amerikanischen Leasinggesellschaften auch vertreten, das ist ja nah genug an den Vereinigten Staaten dran. Und deswegen ist es in den USA mehr also eine Frage der Marktsituation. Das wäre es übrigens in Südkorea auch, wo sehr viel geleast wird. Da muss man sich erstmal den Markt ganz genau angucken, bevor man dann also in diesen Markt eintritt. Wie gesagt, in Toronto hat es funktioniert. Und jetzt hat unser Franchiser hat auch die ersten Verträge jetzt in den Vereinigten Staaten abgeschlossen. Wir sind dort in Arizona. Und jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Also jedenfalls ist der Markt natürlich sehr interessant, aber eben auch wettbewerbsintensiver. Das muss man dann immer berücksichtigen. Wo sehen Sie da Chancen und Risiken im US-Markt? Die Chancen sind natürlich ein riesiger Markt. Es ist auch nicht ungewöhnlich zu leasen. Also Sie brauchen keine Hindernisse überwinden, keine Barrieren im Kopf sozusagen. Und die Risiken sind natürlich auf der einen Seite Wettbewerb, aber natürlich auch eine gewisse, wie soll man das sagen, eine gewisse Einstellung, die natürlich in Amerika auch stärker vorhanden ist. Wird ja auch viel gelobt, dass man auch scheitern darf. Fürs Leasinggeschäft ist das Scheitern unserer Kunden allerdings nicht ganz so spaßig. Das kostet Geld. Und deswegen muss man da natürlich ganz genau hingucken, ob denn die Bedingungen für die Voraussage der Zahlungsfähigkeit, ob die denn auch hinreichend sind. Aber da sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir das können. Wir werden trotzdem vorsichtig in den Markt hineingehen. Ich drücke die Daumen dafür. Mit Blick auf die USA gibt es auch eine zweite Frage, die man da anschließen kann, weil es gibt ja die großen US-Tech-Konzerne, unter anderem Amazon. Die Frage kommt von Baram.
und geht in die Richtung, wie sie ihre Wettbewerbsvorteile erhalten in Zeiten, wo Amazon und Co. Mittelmänner ausschließen, sehr viel über ihre Geschäftskunden wissen und Finanzdienstleistungen offerieren. Man kann natürlich auch dazu sagen, dass konnten die Banken in Europa während der ganzen Zeit von der Gründung bei uns bis zum Ende auch immer. Die haben die Bilanzen ihrer Kunden, die haben alle die Bedingungen. Es gibt eine ganz einfache andere Sichtweise. Also wenn ich ohnehin schon von einem Unternehmen oder einer Bank eine gewisse Abhängigkeit habe, dann möchte ich die nicht unbedingt noch vergrößern. Deswegen sind wir eigentlich relativ gelassen, auch mit sehr starken Unternehmen, wenn die in den Markt eintreten wollen, dann müssten die im Grunde genommen noch mehr den Kunden an die Hand nehmen. Und da scheuen sich doch manche Kunden durchaus. Wir hatten das Thema, das Stichwort Banken hatten Sie gerade genannt. Und Sie hatten ja auch schon angedeutet, dass mit dem Bankengeschäft neue Optionen entstanden sind. Und Unternehmertum, da geht es ja auch darum, was zu bauen, was vielleicht in der Form noch nicht da ist und den Kunden mehr Mehrwert bietet. Was hat es denn ermöglicht, dieses Bankengeschäft zu haben und darauf Produkte zu bauen? Und wie wachsen die aktuell und was sind da die Chancen in diesem Bereich? Also es sind ja mehrere Punkte. Also einmal hat die Bank mittlerweile in Norwegen, in Italien, in Portugal Filialen, weil dort die Zulassungsbedingungen entsprechend sind, wie ich schon vorhin gesagt habe. Auf der anderen Seite bieten wir mit der Bank auch Finanzierungen an. Wir führen beispielsweise für die Bundesrepublik Deutschland das Mikrokreditprogramm der Bundesrepublik Deutschland durch, weil wir eben entsprechend technisch orientiert sind. Also auch wie in dem Fall wieder eine große Anzahl von Verträgen mit relativ kleinem Volumen, wo selbst also die örtlichen Sparkassen mit ihren Kosten eben nicht hinkommen. Und wir versuchen das eben auf elektronischem Weg so einfach wie möglich zu machen und trotzdem eben auch sicher zu machen. Wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten im Zuge der Corona-Krise auch gesehen, dass sich das Geschäft bei der Bank entsprechend belebt hat. Wir können man kann das vielleicht so sagen, wenn Sie eine Bilanz von einer Bank sich anschauen, haben Sie das sogenannte Aktivgeschäft und Passivgeschäft. Aktivgeschäft sind die Ausleihungen, die Sie machen, die Darlehen, die Sie gewähren und ähnliche Dinge mehr. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die natürlich auf der Aktivseite stehen. Auf der Passivseite das Geld, was man hereinnimmt, beispielsweise Festgelder oder entsprechende Refinanzierungsmittel. Und oft wurde uns im Laufe der letzten Jahrzehnte jetzt ja schon gesagt, naja, die Banken sind natürlich da viel günstiger, weil sie ja ihr Geld billiger bekommen. Ja, das war lange Zeit auch so, ist vielleicht heute nicht mehr ganz so bei uns, aber es war lange Zeit so. Aber man muss eben in so einem Fall auch die Verwaltungskosten dazu nehmen, die zum Beispiel mit dem entsprechenden Passivgeschäft verbunden sind. Und wenn Sie bei Weltsparen zum Beispiel auch mal in die Internetseite reingehen, dann sehen Sie, dass die Grenke Bank da attraktive Konditionen anbieten kann, aber aufgrund ihres hohen Automatisierungsgrades trotzdem für uns, für die Grenke Gruppe, günstiger ist, als wenn wir eine Finanzierung hätten in Zusammenarbeit mit einer traditionellen Bank. Der hohe Automatisierungsgrad und auch die digitale Schnelligkeit sind ja einfach vielleicht auch ein Kern mit Ihres Unternehmens. Das heißt, auch viel an F&E zu investieren, wenn ich das so logisch schließe. Wie viel investieren Sie da rein in diesen Bereich? Das ist deswegen so schwer zu sagen, weil vieles davon sofort Aufwand sind, Personalaufwand zum Beispiel. Die eigenen Personalaufwendungen können wir so nicht aktivieren. Aktivieren wir auch natürlich nicht. Deswegen ist das sehr schwer abzugrenzen. Nichtsdestotrotz, wir haben in unseren Bilanzen ja ausgewiesen, welche unsere Projektkosten sind. Und das sind fast immer sowohl für die Verwaltung als auch für den Absatz Projekte, mit denen wir unsere Probleme also die Lösung der Probleme vorantreiben wollen. Da muss man sich die Zahlen etwas in den Bilanzen, in den veröffentlichten Bilanzen mal anschauen. 2018 war ja eine gewisse Zäsur für Sie. Da haben Sie einen Rollenwechsel im Unternehmen vorgenommen, sind vom Vorstand in den Aussichtsrat. Was hat sich denn da für Sie verändert?
Und wie gehen Sie vielleicht auch mit der neu gewonnenen Zeit etwas um? Ja, also natürlich hat sich, das hat sich schon in den Jahren vorher, weil es ja länger geplant war, angedeutet. Und ich hatte schon vorher einige meiner Zeit für andere Dinge aufgewandt und das hat sich natürlich jetzt verstärkt. Ich habe mich relativ früh engagiert bei der Industrie- und Handelskammer. Bin jetzt schon relativ lange Präsident der Industrie- und Handelskammer in Karlsruhe und auch schon des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags. Dazu noch im Vorstand des DIHK und Vizepräsident bei Eurochambre. Das ist der Bereich, den ich mit Begeisterung eigentlich mache, weil auch da geht es eigentlich darum, die KMUs zu unterstützen. Der Vorstand erledigt das sozusagen auf der Business-Seite und ich schaue, was wir also im politisch- oder politiknahen Bereich an Unterstützung bringen können, machen können, durchführen können. Das ist eigentlich etwas, was einem dann auch Spaß macht, wenn man aus dem aktiven Geschäft etwas draußen ist. Beim Aufsichtsrat ist es natürlich so, dass ich versuche, all mein Wissen, das ist ja manchmal etwas, was man nicht einfach so irgendwo niederschreiben kann oder einfach übergeben kann, sondern wo man sagt, Mensch, haben wir dann mal schon mal eine ähnliche Situation gehabt und wie war denn das damals? Dass ich das Wissen in dieser Form natürlich weitergebe, ohne die Situation, die Rahmenbedingungen ändern sich ja, ohne dass es also dann unbedingt genauso gelöst werden müsste, wie das mal früher gelöst wurde. Aber es erweitert eben einfach den Horizont, wenn man etwas mehr aus der Geschichte weiß als vielleicht andere. Was sind also aktuell Ihre Herzensangelegenheiten und Themen, für die Sie brennen in diesen neuen Aufgaben, neben der Förderung der KMUs? Oder kann auch gerne die Antwort daraus sein? Ja, also natürlich verfolge ich, weil ich ja bis 95 habe ich ja unsere IT-Programme selber geschrieben. Natürlich verfolge ich die Entwicklung bei uns im Haus im IT-Bereich besonders. Also welche Auswirkungen das hat, welche Produkte, welche Verbesserungen im Verwaltungsablauf. Das schaue ich mir natürlich sehr gern an. Und auch die Entwicklung der Franchise-Gesellschaften in neue Länder hinein. Das sind also Themen, da kann ich auch was einbringen. Da schätzen auch die Franchiser ab und zu mal, dass sie mit dem Gründer direkt sprechen können. Auch wenn ich nicht fürs Tagesgeschäft denen vielleicht nicht mehr so viel sagen kann. Wir haben hier auch dank unserer Vormanager, die zuhören, auch eine Frage zum Tagesgeschäft. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass Sie vielleicht da eher so ein bisschen sich raushalten, weil Sie auch eine andere Rolle haben, was ich persönlich auch sehr gut finde. Aber ich stelle Sie trotzdem mal, Sie können dann entscheiden, ob Sie darauf antworten. Die ist von Michael Meyer. Wie wird die Entwicklung der Leasing-Ausfallquote in den nächsten Quartalen erwartet? Covid-19 weiter leicht ansteigend oder keine gravierende Änderung, da es ja überall dicke Hilfspakete Liquiditätsspritzen gibt? Ja, es wäre schön, wenn man das genau wüsste. Ich kann es nur versuchen einzuschätzen. Also das hängt zum Beispiel sehr stark davon ab, ob es nochmal eine Welle mit dem Virus gibt und vielleicht nochmal eine relativ harte Reaktion darauf. Das, glaube ich, weiß im Moment niemand ganz genau. Nämlich die Frage, ob die Maßnahmen, von denen wir mittlerweile ja wissen, dass man damit was erreichen kann, nämlich Kontakt, also Distanz halten und Mundschutz und vernünftiges Verhalten, dass die ausreichend beachtet werden. Das weiß man einfach nicht und deswegen kann ich das natürlich so nicht sagen. Eine andere Frage ist, wie sich das Zahlungsverhalten ändern könnte. Es gibt ja durchaus Branchen, die viel schwerer betroffen sind als andere. Natürlich alles, was mit Reisen zu tun hat, alles, was mit großen Veranstaltungen zu tun hat, mit engem Kontakt der Menschen miteinander zu tun hat, alles das ist natürlich problematisch. Auf der anderen Seite gibt es dafür natürlich entsprechende Hilfsprogramme der Regierungen und der EU. Wird spannend sein zu sehen, wie groß die Auswirkungen sind. Jetzt ist es ja so, wir haben natürlich, sind natürlich unseren Kunden entgegengekommen und haben dort, wo es notwendig war, entsprechende Stundungen vereinbart, sodass also die Kunden überleben können. Wir haben sie ja vorher auch ausgesucht und wir mussten natürlich auch immer in der Vergangenheit Kunden ablehnen, weil sie schon entsprechende schlechte Bonität hatten, dass denen natürlich jetzt da besonders schlecht geht.
ist ganz klar. Aber wie gesagt, wir haben ja unsere Kunden schon aussuchen können. Und deswegen gehen wir schon davon aus, dass wir natürlich von den Ausfällen betroffen sind. Ich mache so, also Sie haben vorhin Rob Benal angesprochen. Der hat es mal, glaube ich, neulich so formuliert, bevor Grenke in Konkurs geht, aufgrund von hohen Ausfällen, dann sind wahrscheinlich von vorher fast alle sämtliche Banken in Konkurs gegangen. Einfach weil wir vom Deckungsbeitrag ein relativ großes Polster haben, das wir ja zur Expansion auch einsetzen. Und eine Expansion wird es ja im Moment nicht geben. Die Rückgänge sind natürlich da, denn bei so einem Fall, wenn die Menschen nicht mehr auf die Straße können, denkt doch keiner ans Investieren, jedenfalls im großen Stil. Da geht natürlich die Quote zurück, wobei wir konnten das ja melden jetzt am Anfang des Monats, wir doch recht glücklich sind, dass im Juni eine deutliche Tendenz wieder nach oben da war. Wir werden das Vorjahresergebnis sicher in diesem Monat, im Juli, noch nicht erreichen. Vielleicht auch nicht im August. Mal sehen, wie dann der Herbst wird. Also die Tendenz ist positiv, aber das ist, glaube ich, in der gesamten Wirtschaft im Moment so. Vielleicht merken Sie es auch ganz einfach so, wenn Sie mal auf die Straßen gehen, vergleichen, wie viele LKWs gefahren sind als vor 2 Monaten, wie viel jetzt wieder fahren, dann merken Sie schon, dass eine gewisse Belebung da ist, auch wenn es natürlich dem einen oder anderen, auch Großunternehmen, nicht besonders gut geht. Es gibt noch eine weitere Frage, die, glaube ich, an der Stelle auch ganz gut passt, weil sie auch so ein bisschen auf die langfristigen Grundlinien mit einspielt. Es geht um das niedrige Zinsumfeld. Und die Frage ist, ob dieses niedrige Zinsumfeld das Neugeschäft hemmt, weil die Unternehmer KMUs ihre eigene Liquidität nutzen, statt auf Leasing zurückzugreifen. Und vielleicht weiter ich die Frage noch, was das niedrige Zinsumfeld auch für die eigene Bank heißt. Ja, also unser Wachstum war ja, also das niedrige Zinsumfeld ist ja schon seit einigen Jahren da. Und wir haben ja trotzdem sehr deutliche Wachstumsraten gehabt. Und ich glaube, es gibt noch einen Grund, den man dazu nehmen muss, nämlich, womit rechnen die Menschen in der Zukunft? Und 2008, 2009 war es ja so, dass manche Hausbank einfach nicht helfen konnte, aus eigenen Gründen, aus eigenen regulatorischen Gründen. Und natürlich ist es auch jetzt in der Corona-Krise nicht so, dass jede Bank selbst bei 100%iger Absicherung, also der Kredite durch den Bund, durch die KfW zum Beispiel, diese Kredite gewährt. Einfach deswegen, weil natürlich auch mit einer 100%igen Absicherung, wenn ein Unternehmen in Konkurs geht, immer noch sehr viel Arbeit verbunden ist und man hat keinen Gewinn daran. Also es ist nicht ganz so linear, wie man es im ersten Moment sich vorstellt. Und in dieser Phase schätzen natürlich Unternehmen auch, wenn sie sich nicht von Einzelnen abhängig machen müssen. Und das haben wir als Argument eigentlich nach den Jahren 2008, 2009 sehr häufig gehört, dass man gesagt hat, naja, also einen bestimmten Prozentsatz unserer Investitionen wollen wir dann lieber auf leasen. Für die Bank, für die Hausbank bleibt da immer noch genug übrig, aber wir machen es nicht im gleichen Maß abhängig, als wenn wir alles dann über eine Adresse abwickeln würden. Also eine gewisse Unabhängigkeit kommt da sicher ins Spiel. Insgesamt kann ich aber sagen, Leasing ist nicht nur Kreditersatz. Ein Beispiel, was ja auch gerade in diesen Zeiten, in denen viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird, von großer Bedeutung ist. Wir haben über die ganzen Jahre, seit jetzt schon fast 30 Jahre, die Verwertung der gebrauchten Güter in die Hände genommen, weil wir sagen, der gute Kunde braucht eigentlich relativ schnell wieder Geräte, die dem Stand der neuesten Technik entsprechen. Und gleichzeitig gibt es genug Absatzmöglichkeiten für gebrauchte Geräte. Also diese Zweitverwertung, das Zweitmarketing, das betreiben wir sehr, ich denke, sehr professionell und sorgen dafür im Übrigen auch dafür, dass die Geräte, die ja oft also durchaus auch umweltschädliche Inhalte haben, nicht einfach auf den Müll geworfen werden, sondern einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden. Und wenn wir sie selber verwerten, natürlich nach den entsprechenden Standards umweltfreundlich verwertet werden, also entsorgt werden. Das sind also alles Punkte, die
dafür sprechen. Man kann auch sagen, eigentlich ist es ein bisschen ähnlich wie beim Kfz-Leasing. Die Hersteller sind ja sehr erfolgreich mit dem Kfz-Leasing im Business-Bereich gewesen, sind es sicher immer noch, einfach deswegen, weil sie den ganzen Zyklus immer wieder mitfinanzieren und man sich da eigentlich keine Gedanken drüber machen muss. Die Unterschiede zu den herkömmlichen Zinsen bei Banken sind dann, wenn sie alle Faktoren, also auch Kosten und die eigenen Kosten, aber auch die Verwaltungskosten der Banken sind, denke ich, relativ bescheiden. Im Aufsichtsrat sind Sie auch ein bisschen für die strategischen, mit die größeren Linien zuständig. Deswegen geht es auch die Frage so in Richtung Zukäufe, was da für Sie interessant sein könnte, um vielleicht auch das Unternehmen nochmal weiterzuentwickeln. Also wir haben ganz wenige Zukäufe vorgenommen. Einmal eine medizintechnische Leasinggesellschaft, das haben wir, da kannten wir die beteiligten Personen schon über viele Jahre. Wir haben uns auch etwas von Seiten der Bank engagiert bei der Firma Cash Payment Solution, besser bekannt unter barzahlen.de, dem Produkt, mit dem man bei DM-Märkte, bei Rewe-Märkte und anderswo Geld einzahlen und auch abheben kann. Und zwar einfach deswegen, weil die Bank für ihr normales Geschäft natürlich auch gern die Kosten von Geldautomaten, die nicht gering sind, durch eine intelligentere Lösung ersetzt wissen will. Natürlich wissen wir auch, dass es also auf lange Sicht sicher andere Zahlungsmethoden, die stärker durchsetzen werden, gerade jetzt in der Corona-Phase, ist ja klar, dass zum Beispiel Kartenzahlungen sehr wichtig sind. Nichtsdestotrotz, die Menschen wollen, benötigen immer noch Bargeld und deswegen ist es für jede Bank notwendig, dass durch entsprechende Möglichkeiten da sind. Also es gibt dann solche Themen, die man also zusätzlich vielleicht mal macht im einen oder anderen Fall. Aber im Wesentlichen wollen wir das eigentlich so vorantreiben, dass wir eben gerade diesen, zum Beispiel den Flickenteppich in der IT dadurch vermeiden, dass wir eben nicht andere Gesellschaften erwerben, denn die haben ja in der Regel ein anderes System als wir. Spannend. Es gab noch eine Frage aus dem Chat und ich würde sozusagen den Last Call auch machen für die Leute, die noch Fragen haben, die jetzt noch zu stellen. Die Frage ist von Baram und er fragte, welchen neuen Geschäftsfelder sind für Kränke absehbar, beziehungsweise schon da, aber noch auf kleinerer Basis? Also wir haben neben dem Leasinggeschäft das Factoring-Geschäft, das natürlich auch interessant ist. Wir haben im Kreditgeschäft die Finanzierung auch von Startups. Mikroprogramm habe ich schon angesprochen. Da kann man sicher auf längere Sicht, weil die Bank im Moment eigentlich operativ, also abgesehen von den Filialen in Italien, Portugal und Norwegen, die ja für die rechtliche Voraussetzung der Lizenz, diesen Geschäft zu betreiben, erforderlich sind, beziehungsweise Factoring-Geschäft, aber nicht selber mit Kredit angeboten im Markt ist. Da gibt es ja sicher Möglichkeiten, sich auszudehnen. Ich weiß, dass es, also ich kenne natürlich die Kostenstruktur, die wir selber haben und ich kenne auch aus vielen Äußerungen, auch aus Analysen, die Kostenstrukturen, die andere Banken, auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben, spielt natürlich Aufsichtsfragen, spielen dann eine große Rolle bei kleinen Instituten. Und ich denke, wir haben das relativ gut im Griff, sowohl von der Qualität der Aufsicht als auch eben von den Kosten, die damit verbunden sind, weil wir eben sehr stark da entsprechend orientiert sind und so am Ende eigentlich von der Kostenstruktur günstiger sind als viele anderen. Und das, glaube ich, gibt uns die Möglichkeit, in diese Länder hinein auch dann in der Zukunft zu investieren. Und in Deutschland gibt es sicher auch das eine oder andere, aber da bitte ich um Verständnis, dass man es nicht sehr konkret benennen, denn den Vorsprung, den wir mit unseren Gedanken da haben, den wollen wir natürlich zugunsten unserer Aktionäre ganz gern behalten. Vollkommen verständlich. Ist noch eine Frage dann anschließend. Ist es auch vorstellbar, die Intelligenz über Kundenzahlungsverhalten auch als Dienstleistungen für andere Nicht-Konkurrenten anzubieten? Also im gewissen Umfang wird es ja ohnehin gemacht, wenn wir Auskünfte von der Schufa, von den Auskunftsteilen einholen, ist es oft damit verbunden, dass wir auch eine bestimmte Rückmeldung geben. Also bei der Schufa ist es ja vertraglich auch so vorgesehen.
Einfach damit eben, man kann das positiv und negativ sehen. Also um es mal negativ, heißt natürlich, man will keine Schäden haben, weil andere schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Positiv kann man es aber auch so rumsehen, dass manche sich nicht überschulden sollen, wenn sie schon im ersten Fall nicht zahlen konnten oder nicht pünktlich zahlen konnten. Und von daher ist das natürlich eine Notwendigkeit. Darüber hinaus würden wir mit unseren Daten, werden wir mit unseren Daten sicher nicht aktiv verkaufen, die werden wir nicht aktiv verkaufen, weil ganz abgesehen von den rechtlichen Beschränkungen, Datenschutzgrundverordnung und ähnliches mehr. Aber selbst dann sind wir sehr, sehr zurückhaltend, weil ich glaube, das würde das Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden dann doch betreffen und das wollen wir auf keinen Fall beschränken oder gar zerstören. Der Rahmen, in dem wir das Gespräch führen, ist ja der Kanal Gut Investieren TV. Da ist für mich eine spannende Frage auch an Sie als jemand, der auch selbst investiert. Was ist für Sie ein gutes Investment? Also wenn man jetzt mal jetzt auf die Börse beschränkt, da habe ich eine eigene Philosophie, die ja auch nicht ganz allein von mir kommt. Ich habe es auch schon mit ein paar professionellen Investoren besprochen. Da ist man nicht nur im Wettbewerb, also das heißt ja nicht, dass man selber irgendeine Erkenntnis hat, sondern man steht ja sozusagen im Wettbewerb mit den anderen. Man muss besser sein als die anderen, wenn man eine bessere Rendite haben will. Und auf der anderen Seite stehen da also einem Profis gegenüber. Also als früher, als ich aktiv noch war, also ich war auch mal Beirat bei der Deutschen Bank war, also beim Besten, da konnte ich öfter mal den Handelsraum der Deutschen Bank in Frankfurt mir anschauen in dieser Zeit. Da hat man dann also, das wird heute sicher anders dargestellt, aber damals saßen da junge Leute, oder jedenfalls nicht keine Alten, die vier Bildschirme vor sich hatten. Und es waren dann so ein paar hundert, ja, die also da an den Apparaten waren. Deswegen rate ich also zum schnellen Handeln in Investments eigentlich ab. Man spielt nämlich gegen sehr gute Leute. Das hat auch was mit meinem Hobby zum Schachspielen zu tun, weil dort es ja auch sehr gute Spieler gibt bei uns im Verein, zum Beispiel den jetzigen Weltmeister und den vorhergehenden Weltmeister. Und gegen die ständig spielen zu wollen, kann jetzt sehr, sehr erfolgreich sein. Also insofern kann ja sein, dass jemand einen anderen Weg gefunden hat, aber ich würde dem normalen Investor dann eigentlich davon abraten. Worauf kommt es denn an? Ich denke, es sind zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, dass das Produkt, das eine Firma herstellt, anbietet, dass dieses Produkt in 5 Jahren noch seinen Markt hat und einen nennenswerten Markt hat, vielleicht einen wachsenden Markt hat. Also kann ich mir das gut vorstellen, dass es das richtige Produkt ist. Das zweite ist die Geschäftsführung vertrauenswürdig? Für die erste Frage behaupte ich, reicht der gesunde Menschenverstand aus. Also da haben auch die Profis keinen Vorteil. Im zweiten Fall braucht man natürlich Informationen und da braucht man dann vielleicht doch den einen oder anderen verlässlichen Informationsgeber. Vielleicht, wenn man viel Zeit investiert, kann man sich das auch selber erarbeiten. Aber die beiden Grundsätze habe ich bei meinen eigenen Investitionen eigentlich immer beherzigt. Sie haben auf jeden Fall auch sozusagen, das kurzfristige Investieren ist ja nicht das Spannende, wo Sie Ihren Vorteil haben. Sie haben ja auch die langfristige Perspektive mit dabei. Nach 40 Jahren Unternehmertum weiß man, was dann sozusagen auch angelegt sein kann in kleinen Veränderungen im Unternehmen und was es dann auch an Werten kreieren kann. So habe ich zumindest den Eindruck, dass Sie sowas mitgenommen haben. Ja, doch. Ich denke schon, dass ich da den einen oder anderen Vorteil habe. Wie ist denn also vielleicht zum Abschluss auch nochmal die Zeitperspektive mit reingenommen, wie ist denn die Zeitperspektive für Ihre Investment sozusagen? Also ich möchte also immer, ich bin Value-Anleger, das heißt, also ich möchte nach Möglichkeit
auf die 5 Jahre Frist schon gehen, wo ich also dann auch glaube, dass das Produkt entsprechend hält. Man hat sicher dann Stop-Loss eingebaut, dass man also nicht zu sehr überrascht ist, wenn es mal nach unten geht. Aber im Großen und Ganzen, ist es doch wahrscheinlich so, dass, also ich habe mich neulich mal mit einem Banker in der Schweiz unterhalten, der hat gesagt, also bei jeder Krise wurde bislang an den Märkten, wurde nach spätestens 6 Jahren der alte Kurs wieder übertroffen. Vielleicht hilft auch diese Form von Statistik, mal über die eine oder anderen, über den einen oder anderen Verlust hinwegzukommen. Es muss ja nicht so sein, dass man so einen Fall wie jetzt Wirecard oder ähnliche Fälle hat. Das kann natürlich dann auch mal passieren. Vielleicht will ich noch mit einer Frage vom Chat schließen und mich auch für die guten Fragen herzlich bedanken und die Teilnahme im Chat und auch die Likes. Wenn jemand noch mag, kann er gerne auch einen Star lassen. Ist die Frage von Michael Meyer: Wie geht es einem Unternehmer mental, wenn sich, wie im März gesehen, der Unternehmenswert in 3 Wochen halbiert? Da ich keine Aktien verkaufen wollte und auch nicht will, kann ich eigentlich nur sagen, das ist die Bewertung von denen, die Aktien verkaufen wollten und anderen, die gekauft haben. Und es ist natürlich, wäre mir lieber, weil wenn ich meinen Aktionären steigende Kurse oder ständig steigende Kurse zeigen könnte. Aber das war halt auch schon in der Vergangenheit so, dass es mal deutlich nach unten ging. Ich hatte ja vorhin gesagt, von 19 Euro bis deutlich unter 10 Euro. Das war damals auch relativ gesehen nichts anderes. Wie gesagt, also es gefällt einem natürlich nicht. Es wäre einem lieber, wenn es also in die andere Richtung ging, nach Norden. Aber nichtsdestotrotz, auch das muss man einfach ertragen, es gehört dazu. Dann vielen herzlichen Dank für unser Interview. Wollen Sie zum Schluss noch was hinzufügen, was vielleicht für Sie ein Aspekt ist, der wichtig zu betonen ist, den wir noch nicht besprochen hatten? Ach, ich glaube, wir haben fast alles durchgesprochen, aber ich glaube, der Gesichtspunkt, ein Gesichtspunkt, den hat mir gerade neulich ein Mitglied des Vorstands gesagt, das sollte man machen. Ich möchte in meinem Leben nur Verträge abschließen, wo ich auch auf der anderen Seite unterschreiben kann oder würde. Das kann nicht immer so sein, aber man sollte von vornherein solche Verträge eingehen und vielleicht sollte man dann also auch die, wenn es mal komplexere Dinge sind, die Vertragsverhandlungen nicht direkt von Anfang an durch Juristen führen lassen, sondern von denen, die also unmittelbar das Ziel erreichen wollen, um dann später die Juristen dazu zu nehmen, damit man natürlich keine handwerklichen Fehler macht. Das sind so 2 Grundsätze, die wir immer versucht haben einzuhalten. Schöne Weisheit noch zum Schluss. Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie noch kurz einen Moment dran. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Livestream am Sonntag. Da geht es um das Thema Wirecard, was eher ein Beispiel für schlechtes Investieren an der Stelle ist oder für schlechtes Unternehmertum. Aber es wird auch trotzdem sehr spannend. Wir haben die beiden Gäste, den Bucky Irmak und den Daniel Bauer von der SDK da, den Fondsmanager Bucky Irmak und Daniel Bauer von der SDK, den Daniel Bayas aus dem Bundestag, der von der parlamentarischen Aufklärung erzählt und den Professor Matthias Meitner, der das Ganze aus einer wissenschaftlichen Perspektive beleuchtet. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder. Euch einen schönen Abend noch.